Der nächste Klassiker, den wir standardmäßig bei React-Tools immer dabei haben, der auf YouTube bei React-Tools nicht fehlen darf, was eigentlich immer dabei ist. Extra 3, realer Irrsinn. Heute haben wir hier realer Irrsinn aus Emden. Ein Wald wird zur Wiese von Extra 3. Majestätisch kreist er über Emden, der Mäusebussard. Hier in Jansens Thun hat er sich ein Nest gebaut. Der ehemalige Garten verwildert seit Jahrzehnten. Inmitten der ostfriesischen Wiesen ist in dem Wäldchen einiges los. Wir haben Rotkehlchen, Schwarzkehlchen, die hier brüten. Diverse Libellenarten, Insekten, Frösche, Kröten. Die Tiere haben ja ihre Insekten, Bei wie hieß die Frosche, Initiative? Libellenarten. Initiative Ja zu Jansens Tun. Okay. Namen gibt's zu abenteuerlichste zu Initiativen und Firmen und Unternehmen. Tja, Insekten, Ja zu Frosche, Jansens Tun. Frösche, Alles. Kröten. Die Tiere haben hier ihre absolute Ruhe. Die können hier machen, was sie wollen, ohne dass sie vom Menschen gestört werden. Das muss Doch man sich mit jetzt der mal Ruhe ausdenken. ist es bald vorbei. Ein Ja zu Jansens Tun. Paradoxerweise soll das Wäldchen abgeholzt werden für eine Brutvogelwiese. Mit Sägen und Baggern soll hier im Biotop eine dringend notwendige Ausgleichsfläche Och, geschaffen das ist doch werden. nicht nötig. Wenn die alle Bäume wieder. Das ist. Man kennt's. Das ist alles umwälzen hier. Parkplatz drauf bauen. Denn weil für den Bau dieser Umgehungsstraße Wiesen Ja, zerstört klar. werden, müssen neue Wiesen geschaffen werden, wie uns die zuständige Straßenbaubehörde Der schreibt. Und das Umgehungsstraße. Wäldchen stört dabei nur. Eine solche Gehölzinsel ist aus historischer Landnutzung in der Region untypisch. Das Grundstück soll, wie die anliegenden Flächen, für Wiesenvögel als offene Wiese hergestellt werden. Als ob die Vögel lieber auf so einer großen grünen Ackerwiese, wo nirgendwo ein Baum steht. Brauche ich weiter zu reden. Es ist, als ob die so eine große. Ich sehe hier nirgendwo einen Baum, nirgendwo einen Busch hier. Das ist alles platt gemäht. Als ob die lieber dort sind, als in so einem. Als vor so einem ganz natürlichen Stückchen. Das ist das Stückchen natürliche Landschaft. Dieses, die halt nicht vom Menschen plattgewalzt wurde. Was halt natürlich ist. Das ist auch Mensch. Das ist natürlich nicht nach den Normregeln und nach den standardisierten Natur- und Umweltfachpapieren des Bürokratenstaats Deutschlands. Das ist, man muss das natürlich den Landesbehörden, der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, muss das natürlich platt gemacht werden, wenn das nicht so in den Regeln steht. Das ist deutsche Bürokratie. Ich liebe es. Wald weg, Wiese her. Davon kann man gerade in Ostfriesland nie genug haben. Die Tatsache, dass Ostfriesland mehr als genug Wiesen hat, wird deutlich, wenn man einmal mit dem Fahrrad durch Ostfriesland fährt. Bäume haben wir nicht so viele. Und damit es noch weniger werden, setzt sich auch die NABU-Ortsgruppe Emden für die Rodung ein. Man kann eben nur Was? entweder die Wiesenvögel schützen oder War aber die. die NABU nicht für Umweltschutz und für Tier und das ist, ich meine, ich bin jetzt auch kein Profi, aber das ist, vielleicht verstehe ich das auch falsch, aber es ist so ein, dass der Vogel vielleicht im Wald lieber ist als auf so einer Kuhwiese. Oder das ist also, verstehe ich das völlig falsch? Die Waldkauz NABU. oder ein Specht. Ja, umgekehrt kann ich die Uferschnepfe nicht im Wald schützen. Ja, das funktioniert nicht. Ne? Entweder oder. Entweder der Busser zieht um oder er hat Pech. Nur diese Waldfreunde wollen sich damit nicht abfinden und sagen weiterhin, Aha, ja. okay, dieser eine Vogel, der fühlt sich nicht im Wald wohl und also okay, der eine Vogel fühlt sich im Wald wohl, es ist, ach, Natur. Zu Jansens Tun.
Eine Ausgleichsfläche finde ich eigentlich auch eine super Sache. Wenn ich der Natur irgendwo was wegnehme, dann gebe ich dir an anderer Stelle dafür was wieder. Wenn ich dazu aber erst einen Lebensraum komplett zerstören muss, um meinem Auftrag da gerecht zu werden, dann stimmt irgendwas nicht. Der normale ostfriesische Blödsinn, der dabei rauskommt. Und nichts anderes. Kann man den Wald nicht einfach stehen lassen? Ob das jetzt für irgendeinen Vogel gut ist oder nicht, das hat schon seinen Zweck, wo das da ein Wald steht, sonst hätte die Erde das nicht so, sonst wäre das nicht so gewachsen. Das hat schon irgendwie seinen Grund, dass da die. Hier spricht der Unwissende mit gefährlichem Halbwissen, aber es ist. Waldroden. Von wegen Blödsinn. Bäume locken Greifvögel an und die sind gefährlich für Wiesenvögel. Ein Baum, der nicht da ist, kann nicht als Ansitz und auch nicht als Brutplatz genutzt werden. Die ganzen Bäume sollen weg, damit sich da keine Greifvögel draufsetzen. Vor allem wie paradox. Wenn das weg ist, sitzt der Greifvogel hier. Ja. Ach Leute. Setzt er sich woanders hin. Und dann sucht er sich eine Verkehrsampel in der Nähe, wo sich dann auf der Autobahn nicht, aber sucht er sich irgendwo ein anderes, sucht er sich irgendein Ding, wo er sich das halt. Tja, denn die anderen Bäume in unmittelbarer Nähe. Es ist. Ja, einerseits hier die Bäume in der Nähe und hier die metallischen Dinge und so, das gibt es hier bestimmt nirgendwo andere Möglichkeiten, sich hinzusetzen und. Bleiben alle stehen. Ein neues Heim für den Bussard. Wenn man guckt von diesem Baum aus, braucht man dann ja nur schräg runter auf die geplante Brutvogelwiese und dann hat man das Festbankett direkt vor der Tür. Und so profitiert das eine Biotop am Ende doch noch vom anderen. Hä? Jugendsprache? Ja, Jugendsprache kann ich, natürlich. Wollen wir gar nicht hören. Die Stadt Hamburg präsentiert Ihnen das völlig verrückte Fahrradparkhaus. Knapp 3 Millionen Euro hat es gekostet. Hier kommen wirklich alle Besucher auf ihre Kosten. Ist ja noch relativ günstig, 3 Millionen Euro ist ja... Normalerweise kosten solche Sachen, wir haben hier bei Extra-Lei schon andere Zahlen gehört. Von Milliardenhöhen, das ist irgendwas schiefgebautes. Ja, also wir vom ADFC begrüßen auch, dass natürlich hier die neue, moderne Fahrradparkhäuser gebaut werden. ADFC, was ist... Achso. Der Fahrradmobilclub oder so weiter, keine Ahnung. Nicht der ADAC, sondern nicht der Automobilclub, sondern der Fahrradclub. Interessant, Sachen gibt's. Leider hat man bei diesem Parkhaus etwas ganz Entscheidendes vergessen und das ist nämlich die Einfahrt. Na, das ist doch gerade das Verrückte daran. Wer hier hinter dem Bus ins Parkhaus fahren will, sollte sich nicht überfahren lassen. Es gibt keine Rechtsabbiegespur. Moin, Busfahrerin. Adventurous. Oder wie hier von der anderen Seite. Okay. Wer links ins Parkhaus fahren will. Ach du Scheiße. Verrückt. Die Zustände. Ja, da gibt es natürlich eine Ampel. Kannst dich ja hinstellen und. Ja, und das ist. Wartet das wirklich? Dass das wirklich das Argument sein? Du kannst ja jetzt Ampel. Du kannst ja runtersteigen vom Fahrrad und dich dann wie ein Passant über die Ampel gehen und kannst ja gut rein. Die ständige Behörde teilt uns mit, wir werden uns die Zufahrtssituation noch einmal anschauen und prüfen, ob und wie die Situation optimiert werden kann. Aber bis dahin... Gar nicht, das kann nur verschlimmbessert werden. Wenn das Amt sich drum kümmert, wird es immer verschlimmbessert. Bleibt es total crazy. Wo war nochmal der Eingang? Ja, da kam ich von hier und habe ich da oben das wunderbare Bike-and-Ride-Parkplatz-Symbol gesehen und dachte ich, ja Mensch, das muss ja wohl der Eingang sein. Es ist natürlich nicht. Ich frage mich nur, ob man die Fahrräder rauftragen muss. Ich habe mich gewundert, dass sie ihre, habe ich gerade gesagt zu dir gestern, wieso müssen die ihre Fahrräder hochtragen? Das kann doch nicht sein. Ich habe überhaupt nicht erkannt, wo auch der Fahrradeingang ist. Ist das? Ja, danach muss man lange suchen. Der ist da hinten, also unten. Und dann noch um die Ecke da. Ich hätte gerade gedacht, ich habe gerade das Bild gesehen. Ich habe gedacht, hier vielleicht rein. Geht's hier rein und wie das dann, da ist auch noch ein Fahrrad drin, was so nach drin zeigt. Ist wahrscheinlich eine weitere Treppe irgendwie drin, dass da. Hier? What the fuck? Das ist aber. Das,
Es könnte eine Klokabine sein. Nee, den Weg in eine ganz neue Klokabine. Aber es ist da. Leute, im Ernst. Da hat ein Architekt doch ganz schlimme Arbeit. Da hat doch ein Architekt. Da muss doch ein Architekt dran gesessen haben, bevor das gebaut worden. Muss da die Türen eingezeichnet haben, muss doch irgendwie das geplant haben, muss doch gesagt werden, ja, da ist es sinnvoll, sie den Eingang gehen zu. What the fuck? Dann noch um die Ecke da. Wem das Suchen unten zu verrückt ist, der geht einfach nach oben. Über diese Treppen. Hm. Das wiegt 50 Kilo. 50 Kilo mit bei den Batterien zusammen. Und würden Sie. Ja, abgesehen davon, dass er ein E-Fahrrad fährt, ein Elektrofahrrad fährt. Anderes Thema. ja. Die Treppen. Das hier gerne hoch. Die Treppen hochschleppen und den gerade so ein alter Herr hier. Das fette Fahrrad da, der ist. Auch wenn es nicht 50 Kilo wiegt, das ist dann. Ist schon ein bisschen. Ist ja. Das Fahrrad dann hochzuheben, das ist dann schon. Schieben? Das würde schwierig sein. Was mich gewundert hat, weil es neu baust, dass da kein Fahrstuhl ist. Fahrstuhl, dann wäre es doch gar nicht mehr verrückt. Die Behörde schreibt, Fahrstuhl, das macht sowohl baulich als auch wirtschaftlich Kosten-Nutzen keinen Sinn. Wer es nach oben schafft, kann zusätzlich Muckis trainieren. Ja, also das Gewicht zieht hier natürlich nach hinten und da muss man sich natürlich so ein bisschen schräg nach vorne stellen, um dann überhaupt dieses schwere Gewicht hochzu. Das kennt jeder, da ist zwar eine Schräge dran, aber das ist. Man, das kennt doch jeder, der mal mit einem Fahrrad gefahren ist und nur einmal mit einem Fahrrad gefahren ist, mal irgendwie mal versucht hat, eine Treppe mit dem Fahrrad hochzukommen. Das Ding ist nach hinten, das ist, da musst du nach hinten nach oben drücken, das ist wie der gerade. Das ist halt scheiße schwierig, ein Fahrrad eine Treppe hochzukriegen. Das ist einfach nicht, das ist irgendwie nicht drin, das ist. Kriegen. Und wenn man jetzt die Spur natürlich ein bisschen weit innen gewählt hat, wie jetzt hier mit dem Vorderrad, dann kommt natürlich sofort der Lenker hier an die Wand dran und man muss natürlich auch hinten mit der Tasche, die dann eventuell hier ans Geländer irgendwie so schrabt. Ja, der Handlauf, ja. Ich habe gerade keine Hand frei für den Handlauf, würde ich sagen. Langweilig wird es oben nicht. Diese Fahrradbügel sorgen für den total verrückten Extra-Kick. Und dann auch noch hochriefen. Aber man muss auch vorne reinkriegen. Das wird nix. Das zeigt mal wieder, dass die Leute, die sowas entwerfen, keine Ahnung davon haben. Das ist halt, dass da wieder, dass der Auto von Autolobbyisten beeinflusste Politiker dran saßen, die dann gesagt haben, das hat doch kein Politiker entworfen. Das ist doch irgendein. Ich meine, Architekt ist doch ein Ausbildungsberuf, oder? Ist das nicht Ausbildungsberuf? Da muss doch irgendwie das. Welchen inkompetenten Architekten haben sie dafür? Das lernt man doch bestimmt im. Ich bin kein Architekt, aber das lernt man doch, wenn es ein Ausbildungsberuf ist, lernt man das doch im ersten Lehrjahr oder so. Dass man Zugänge richtig planen muss. Also, dass das dann sowas. Wo ein Haus gestaltet, dass die Eingänge und Ausgänge gut. Das ist. Meine Fresse. Plätze sind nur bis zu 18 Kilogramm zugelassen und Pedelecs sind in der Regel schwerer, sodass unten schon mal die Hälfte der Parkplätze ist nur bis zu 18 Kilo zugelassen. Wir hatten das, du musst doch irgendwie, dass ein Fahrrad auch mal mehr wiegen kann. Das ist, Leute. Pedelecs wegfällt. Lastenräder und Pedelecs besser im crazy Erdgeschoss parken. Erstmal wieder runter. Dazu kommt natürlich auch. Ist das ein Ausbildungsberuf der Architekt? Ich hoffe es doch. Also ich hoffe doch, dass die Leute, die Häuser der Leute bauen, dass das ein ordentlicher Ausbildungsberuf ist. Müsste jetzt mal nachgucken, aber es ist. Ich kann auch wohl davon ausgehen. Sekunde. Ausbildung Architekt. Ist ein Studium, duales Studium. Ja, gut, okay.
Ausbildung im Bereich Architektur. Dann gibt es also auch Ausbildungsplätze. Also kannst du beides, kannst du studieren und kannst du ausbilden, wenn ich das jetzt richtig sehe hier. Architekturausbildung, ja, gibt es wohl als Studium und auch als Ausbildung. Dann war das wahrscheinlich Student, der die Semester geschwänzt und hat dann hier auch noch, dass wir natürlich auch Lasträder haben, die nur die Prüfung gerade so bestanden. Und da haben wir oben zum Beispiel die Reparaturstation, also mit einem Lastenrad da hochzuschieben ist zum Beispiel komplett undenkbar. Ganz genau, Craziness pur. Die Reparaturstation durch die Prüfung mit Dreiernoten durchgekommen. Unten kann man lange danach suchen. Ein Spaß für die ganze Familie. Das total verrückte Fahrradparkhaus. Eine Zuschauerin klickte hier, um mehr. Ja. Danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben. Rutsch. Glocke aktivieren, Abo lassen, auch bei extra Reihe vorbeischauen, Glocke aktivieren, Abo, Daumen nach oben, Kommentare schreiben, bei beiden, ja. Ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Habt einen tollen Tag, haut rein, ciao.